Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Maya-Kalender am 20. Juli 2019. Die alte Mayas, und es war eine Hochkultur, sie haben ein ganz präzises Kalendersystem ausgearbeitet. Und das war im Einklang mit der Natur, im Einklang von kosmischen Einflüssen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Wellen bedeutet Schwingungen, Frequenzen. Eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 sind die heiligen Zahlen, die Mayas. Heute beginnt eine neue Welle und es dauert bis 1. August 2019. Und das ist die 18. Welle. Also es ist ein Wechsel in einen anderen Ebenen. Und diese Welle, diese 18. Welle wird von Ich regiert. Das ist das Symbol dafür. Ich bedeutet übersetzt Wind. Und diese Welle heißt die Welle, die Geist, die Welle, die Gedanken, die Welle, die Ideen oder Fantasie. Das ist die Welle der Kommunikation, weil die Worte werden auch durch Luftelement weiter vermittelt. Diese Welle erhält den Impuls von Ich und das bedeutet göttlichen Wind. Und von diesem göttlichen Wind haben wir die Verbindung zum göttlichen Atem, zu unserem Inspiration. Durch diese Energie des göttlichen Windes können wir unseren Gedanken und Gefühlen klären und reinigen. In dieser Zeit ist wichtig die Kommunikation, die richtigen Worte finden, ein Austausch, Gedanken, Worte haben gerade eine sehr starke Schwingung. In dieser Welle können wir andere Menschen überzeugen von unserer Meinung. Wir überlegen auch unsere Glaubenssätze, wir überprüfen auch unsere Gedanken. In dieser Zeit können wir etwas Neues lernen oder wir kümmern um die Dokumente, haben wir Termine, wichtige Gespräche. In dieser Welle lernen wir zuhören oder mal Danke sagen. Diese Welle bedeutet die Macht, die Gedanken, die Macht, die Worte, die Kommunikation. Eine wichtige Botschaft ist auch möglich. Und in dieser Welle sollen wir von unserer Vorstellung, von dieser Vorstellungskraft begeistert sein. Im körperlichen Ebenen steht in Verbindung zu unserer Lunge und Atemzüge. Die Kraft dir ist Falke. Der heutige Tag ist der erste Tag dieser Welle, also dominiert die Zahl 1 und das haben die Mayas so dargestellt mit einem Punkt. Und die Zahl 1 bedeutet Einheit, bedeutet Neubeginn oder die Quelle, die Ursache an etwas, symbolisiert auch unserem Selbst. Wir können heute etwas Neues starten, etwas aussehen. In dieser Welle handelt es sich auch um Kommunikation, also die Kontakt aufnehmen mit jemand, uns einsetzen. Ein ganz starker Impuls für eine neue Entwicklungsstufe oder für einen Neuanfang. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure
Dendera Susanna Medici.